Also unser dritter Mitbewohner meldet sich gerade nicht zu Wort. Die Katze ist damit beschäftigt, irgendwelche Abendrituale sich zu schaffen und nach Fliegen und sonstigen Lebewesen Ausschau Ja, zu halten. geht die ganze Wohnung ab? Ja, die ganze Wohnung darf es noch gar nicht abgehen. Also wir befinden uns gerade zu dritt auf kleinstem Raume, Wohnküche, Bad, Toilette miteinander teilend. Ja, Außenbereich ist jetzt für die Katze noch nicht empfehlenswert, weil es ja doch mal eine Freigängerkatze sein soll und die dann auch den Weg zurück kennen, also finden soll. Da setzt das noch ein bisschen mehr Vertrautheit mit der Umgebung hier oder mit dem Zuhause-Sein voraus. Ja, und gefuttert hat sie auch noch nicht so viel. Getrunken Nö. hat sie. Sie guckt jetzt durch so einen Spalt, den wir an der Terrassentür auf hatten, und denkt natürlich darüber nach, vielleicht denkt sie darüber nach, wie komme ich da raus? Denkt schon mal ihr Foto da durch. Aber wir haben ja schon gesagt, vorläufig, liebe Mimi, du weißt ja die Katze, vorläufig erstmal nicht, erstmal dran gewöhnen. Aber wir sind optimistisch, dass sie uns da nicht gleich abhaut. Ja, das Ralf hat auch da auch eine interessante Aussage dazu gemacht. Also wenn sie uns wirklich abhauen sollte, würde es ihm schwerfallen, dann nochmal sich auf ein neues Lebewesen einzulassen, wo es doch fast an ein Wunder grenzt oder wie ein Wunder ist, dass diese Katze hier zu uns Einzug gefunden hat. Also dass die gerade im Tierheim, ja, Ja. Zur Verfügung Zur stand Verfügung stand und auch, ja. und sich auch von uns allen streicheln ließ und sich hier schon so ihre Lieblingsplätze erkoren hat. Der höchste Platz ist natürlich auf dem Fenstersims. Da darf sie nur während unserer Abwesenheit hin. Ansonsten ist die Couch tabu, da bleibt sie auch mit ihren Krallen hängen. Dann hat sie den Schaukelstuhl und den Sitz mit Kissen und Fensterplatz. Das scheint so ihr bevorzugter Bereich zu sein. Und wenn sie sich ganz verstecken will, dann verschwindet sie im Badezimmer hinterm Waschtischunterschrank. Da ist es wahrscheinlich dunkel genug. Und da denkt sie sich, da sieht mich keiner. Naja, ob sie sich das denkt, weiß nicht. Aber so, wir haben sie da schon gesucht und waren schon ratlos, wo wir sie finden könnten. Wenn ich jetzt nicht ein Handtuch hätte rausholen wollen, wäre uns das noch ein Weilchen länger ein Rätsel geblieben. Ja, und sie lernt auch sehr schnell. Also wenn man ihm sagt, nicht ins Bett, dann kapiert sie das schon. Das ist Das so Wort ähnlich. Nein, scheint sie, da reagiert sie drauf, auch aufs Und Klingeln, da verharrt sie erstmal, guckt oder schaut oder wartet ab, wer da was nun da auf sie kommt. zukommt. Genau. Ja, heute war unser Enkel wieder da, diesmal mit seiner 6-jährigen Schwester. Die hatte schon einen ganz guten Draht so im Umgang mit Katzen, während der Kleine sich noch erschrak, wenn die Katze so plötzliche Bewegungen machte, wie er im Allgemeinen sich erschreckt, wenn etwas Unvorhergesehenes sich bewegt oder Geräusche macht. Ja. Und wir haben uns auch erschrocken schon bei manchen Sachen von Maus und Katze in Schublade angefangen. Ja, bis hin wohin? Worüber haben wir uns noch erschrocken? Jetzt mit der Katze im Ja, Zusammenhang. über diese Wasserschäden und Ja. in den Zimmern diese Schimmelbefall. Ja, das ist traurig und ja, kann auch so kurz vor Entsetzen, dass sowas anscheinend auch als Baumangel zu betrachten ist, weil es hätte auch andere Lösungen gegeben, die uns vielleicht diese Bescherung erspart hätten. Naja, wir haben einen ganz netten Handwerker jetzt hier kennengelernt, der auch einen guten Draht zu unserem Enkel hat. Ja, mal sehen, wer uns noch alles ins
ins Haus, wie sagt man, empfohlen wird. Versicherungsmensch war schon da. Der Handwerker hatte sich ausgesperrt oben auf dem Dach, weil die Dachluke einfach zufällt, ohne dass man von oben dann wieder runterkäme. Hat ihn dann der Gutachter noch retten können. Ja, so das sind so die Begebenheiten des Tages. Was Angenehmes noch, wir haben jetzt einen Wein für uns gemeinsam als wohlschmeckend erkoren, den gelben Muscatella. Mal sehen, wie lange der uns hier so begleitet zu Fisch und zu Hähnchen und anderen Leckereien. Bei Rotwein haben wir auch eine Marke gefunden, einen milden, aber ich bin nicht so der Weintrinker. Ich trinke dann lieber ein Gläschen Sekt oder was noch urlaubsmäßiger ist, ist der Uso. Aber es geht wahrscheinlich auch ohne diese Leckereien. Ja, und jetzt ist die Katze dazugekommen, sie miaut ja auch mal hin und wieder. Und wir sind in halb acht Stellung. Was sie wohl als nächstes anstellen wird oder wo sie uns darauf hinweisen wird. Sie macht sich schon bemerkbar, wenn sie Aufmerksamkeit braucht oder... Ja, mit dem Futter sind wir uns halt noch unklar, was sie bevorzugt, fliegen oder... Genau, im Moment isst sie so gut wie gar nichts, ernährt sich nur von Wasser. Aber man maut auch jetzt nicht so, klingt nicht, sieht nicht so aus, als ob sie jetzt total hungrig wäre. Leidet. Eher einen zufriedenen Eindruck. Ja, denke ich auch. Aha, jetzt hat sie wieder was gesehen. Guckt wieder raus. Naja, mal sehen, wie das auch mit der Mäusejagd ist. Sie ist immer wieder, geht sie hier auf, wie nennt man das? Auf Spurensuche, Witterung aufnehmen. Witterung. Man sieht das dann, wie sie dann vor dem Küchenboden steht und da drauf starrt, unbeweglich. So in der Lauerstellung, ne? Ja. Und die Ohren spitzt. Und wir vermuten, dass da auch Mäuse drin sind. Aber ich habe zu Barbara gesagt, die Mäuse werden sich wahrscheinlich jetzt auch beratschlagen, wie sie mit der neuen Situation umgehen, wie sie hier heil wieder rauskommen. Ja, Mäuseköttel so haben wir noch nicht wieder gesichtet. Ja. Ja. Jetzt hängt Katze an der Decke fest. Na, hing. Jetzt hat sie sich befreit. Ja. Schaut verwundert auf das, was sich da verändert. Ein Blumenwäschen hat sie auch schon umgeschmissen, als sie sich auf den Tisch gewagt hatte, während unserer Einkaufsabwesenheit. Mhm. Ja, Nachbar freut sich auch, dass wir eine Katze gefunden haben. Ja, und da kann es doch dann tatsächlich sein, wenn die Katze zu dem Nachbarn auch eine Affinität entwickelt, dass der Ralf da sogar eifersüchtig werden könnte. Das kann er sich zumindest vorstellen, dass er nicht der bevorzugte Katzenverwöhner ist, sondern da auch noch einen Mitkollegen hat oder einen Teamkollegen. Ja, naja. Die Katze soll, aber das, ich bin ja so Katzen erfahren, die sind es eben nicht so. Die sollen ja eigentlich jetzt hier zur Familie gehören und ja, da müssen sie nicht beim Nachbar sein, aber wir haben es ja selber schon erlebt in Kassel, da kam auch immer eine Katze, wie hieß die, Carla? Paula hieß die, ne? Die kam auch immer vom Nachbarn herüber und sagte guten Tag, einmal war sie sogar in der Wohnung, ne? Aber so ganz richtig hat sie sich auch nie reingetraut, ne? Also. Nö, sie hat geschnuppert, wahrscheinlich das Revier sondiert, ob das noch so ihren Vorstellungen entsprach. Naja, jetzt haben wir von Nachbarn gehört, dass hier eine Familie mit Katze weggezogen ist. Vielleicht übernimmt Mimi das Gebiet. Das Gebiet und wird uns hier mäusefrei halten. Zumal wir ja nun... Aber ich spüre heute, es geht aufs Ende zu, ist ja alles für die Katz irgendwie, was wir heute so... Von uns gegeben haben. Wir werden auch den Titel vielleicht nennen von diesem Podcast. Alles für die Katz. Und Fortsetzung folgt, wenn wir mal wieder im Mittelpunkt stehen. Genau. Macht es gut. Tschüss. Baba.